Ah, da ist einer. Und isst einen anderen. Also einen Mensch. Ja. Oh. Achso. Wollen wir mal nicht stören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 Spielen Amnesia Machine for Pigs. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Amnesia Machine for Pigs. Und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass ihr auch alle weiteren Folgen auf diesem Kanal nicht weiter verpasst. So, ich bin dran. Okay. Zurück ins Herz der Maschine wieder, habe ich gehört. Da geht's jetzt hin, ja. Hast du den Herz zur Maschine-Knopf gedrückt im Fahrstuhl? Nee, ich hab den Fahrstuhl bitte nicht. Ja, da. Ah, Musik. Hey, wir sind noch nicht ganz unten. Nee, Fahren. Noch nicht. Aber ist... Okay. Gegenangriff. Ich bin zurückgekehrt. Ein Racheengel. Abermals ein Saboteur. Ich werde einen Weg finden, dieses gewaltige Schlachtvorhaben aufzuhalten. Schwere Zerstörung hat schon einmal bewirkt, dass sich das Herz öffnet und die Maschine so konfus wird, dass sie ihre Schlösser und geheimen Zugänge aufsperrt. Ich muss sie aufs Äußerste schockieren, ihr in die Augen stechen, ihr glühenden Draht in die Ohren schieben, ihr die Zähne einschlagen und ihr Glas in jede Körperöffnung schieben. Das wird ihr den Atem verschlagen und in diesem Moment werde ich ihr in den Hals kriechen und ihr von innen ins Herz stechen. Schon gut, ein bisschen. Bis um. Wir sind zurück. Bin da. Da stand eben irgendwas. Das stand gar nichts. Als du da, doch, als du da mit dem Fahnenkreuz lang bist, stand irgendwas. Kamen irgendwelche Untertitel. Nee, rechts an der Reling irgendwie. Hab ich nicht gesehen. Ach, da. Ja, der eiserne Butler. Ach, das ist die Ebene, wo die, was beschrieben wurde, dass die Schweine ja. Da so durch und alles. Aber und es sind keine Schweine, es waren einfach Menschen. Oh, shit. Das ist wieder so laut. Da lang. Da lang, okay. Kannst du bitte die Lampe anmachen? Ach. Dass man sieht, wann hier irgendwas passiert. Komplett vergessen. 25. Oktober 1890. Hatten wir schon mal. Keine Maschinen klingen für den fetten Bischof und die schlemmende Erbin. Alle feinen Stücke in die Sortierbehälter und die besten wie immer über den Speiseaufzug zurück nach oben in die Küchen, damit man sie für das Gelage der nächsten Nacht schmoren, mit Soße und Brotkrumen garnieren kann. Und auch nicht jede Nacht, muss man wissen, obwohl wir damit begonnen haben, die Frequenz des finalen Akts zu steigern. Im Gegensatz zu den Armen werden die Reichen nämlich im Laufe der Zeit vermisst. Aber wir werden sie weiterhin verwöhnen und vorbereiten und unser gutes Essen wird nun zu Herren und Landhäusern in ganz London geliefert. Neulich stand in der Times, dass die Reichen und Schönen an gutem Wein und saftigem Fleisch ziemlich übergewichtig werden. Tatsächlich erschien im Punch von letzter Woche eine Karikatur, die Viscount Selvin als gefülltes Schwein auf einem Teller darstellte, an dem sich seinesgleichen labten. Zweifellos eine bösartige und feige Verleumdung. Aber er schmeckte köstlich. Jo, okay. Jo, ey. Dann Tür links. Na, die ging noch nicht. Achso. Müssen wir doch dem Finger folgen. Ich folge dem Finger. Kann ich das mitnehmen? Nee. Erinnert mich an Asterix und Kleopatra. Wo die in der Pyramide noch sind. Eine Leiter? Und dann auch den Fingern da so folgen. Da rechts ist ein. Steht was dran. Die Zündkerze. Mit einem Scheinwerfer? Schon. Kein offenes Feuer, keine unabgeschirmte Elektrik. Ach stimmt, sie reagiert mit Licht und so. Die macht gleich Boom. Journal. Ja. Diese Elektrifizierung zu berühren muss den sicheren Tod bedeuten. Auf zum Verwirren der Maschine und zum Fluten des Systems. Aber diesmal nicht mit Abwasser, sondern mit kochendem, schäumendem, flüssigen Tod. Okay. Ah, die Kontamination und so. Mal wieder. Nee. May be free. Yes, my friend. Drained and bled and free.
of the flesh, free to ascend the smoke to the sky. Diese Gänge gefallen mir nicht. Nee, das stiefelt mir hier. Was steht da an der Plakette? Hey, links. Show me these good. I cannot see them. Hier noch was? Nee, ne? Ich höre die ganze Zeit elektrisch knistern. Ja, von hier. Was steht da links dran? Schweineproduktreihe Zentralbereich. Da kommen sie alle raus. Ja. Ja, okay. Verbindung X und die Kühlmittelbehälter. Dieses abscheuliche Gebräu, diese Verbindung X ist das Arterienblut dieses Schreckens. Wird es gekocht, so erzeugt es den Dampf, der die Kolben antreibt. Hier aber ist es eiskalt und umspült zur Kühlung die Komponenten. Warum wird es immer kälter, je tiefer ich komme? Was ist das für ein bedeutendes Verfahren, das derart viel Hitze erzeugt, dass die Maschine sie mit einem Cocktail aus Blut und Fäkalien abkühlen muss? Hm. Das ist eine gute Frage. 10 Punkte für Gryffindor. Ich meine... Na gut. 27. Oktober 1899. Und dann nach oben, ab ins Bett. Ins Bett, zum Umherwerfen und Wenden aufgeblähter Bäuche, zum Kopulieren und zum Kotzen auf Chaiselong, Himmelbett und Schminktisch und... Schließlich der Zusammenbruch auf die verschlingende Matratze, betrunken und betäubt und fett und dumm und besinnungslos. Und löst die Falle aus, Menschenschweinchen, löst die Falle aus. Nur ein gezogener Hebel und eine Reihe hydraulischer Kolben und Getriebe wird in Gang gesetzt, wodurch drei Wände aus Stahlbalken über den Himmel von der Decke fallen, das Produkt im Bett einsperren und jede Flucht unmöglich machen. Dann wird das gesamte Bett über einen leistungsstarken, ebenfalls hydraulischen Federmechanismus nach hinten in die Wand gekippt. Der Druck für dieses System wird als Nebenprodukt des Vakuum-Ausweitungssystems erzeugt, den man an anderer Stelle der Schweinproduktreihe zur Massenproduktion eingesetzt. Auf diese Weise haben wir unsere eigene kleine Revolution geschaffen, denn die Mobilisierung der Massen ist ein Auslöser für die Ausrottung der Reichen. Ey, da wird anscheinend nichts verschwendet, ne? Nee. Das ist, Moment, das ist, ist das ein anderer Plan? Nee. Achso, nee. Ja, alles gut. Kühlmittel. Wie es mir scheint. Bestimmt darf man das nicht berühren. Da steht irgendwas drauf. Danger. Ich. Keine Ahnung. Coolant stand, glaube ich, drauf. Also Kühlmittel. Mhm. Darunter? Stimmt, oder? Ah. Journal. Kühlpumpen. Ich spüre eine Gelegenheit für meinen ersten Schlag. Wenn ich diese Zahnräder mit einem geeigneten Objekt blockiere, sollte dadurch der Kühlmittelfluss unterbrochen werden, wodurch sich ein Überdruck aufbaut, der die Rohre spaltet und die Kühlmittelbehälter platzen lässt. Ja, das kriegen wir hin. Hat anscheinend geklappt. Das kann man anscheinend auch runter. Das kann ich ja. Wozu kann man hier runter? Weiß ich nicht. Das ist ja mega bescheuert. Was ist das für eine Stange? Hm. Aber wo soll ich denn sonst lang? Ja, musst wieder zurück. Ah, guck mal. Ah. Hier sind diese anderen Kühlmittel. Kann ich die anleuchten? Nee, ne? Weiß nicht. Wie sind denn die aufgehängt? Das ist so ein Seil. Aber. Nee. Noch ein so ein Ding runterwerfen? Wenn es das geht? Also keine Ahnung, ob es was bringt.
anscheinend nicht. Naja. So, muss man woanders. Ja, wohl. Ist ja alles stehen geblieben. Ja. Oh, hier ist was kaputt gegangen. Oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Einen anderen Weg gibt es ja hier gar nicht. Naja. Jetzt wird eine dieser Türen wahrscheinlich offen sein. Und jetzt heißt, dass die Schweinchen wahrscheinlich da sind. Oder auch nicht, oder doch. Hier musst du auch noch was reinwerfen, oder? Ah ne, das muss wieder anstrahlen. Kannst du da, oder da kannst du auch weitergehen daneben an. Stimmt. Ich glaube, da passiert nichts. Also noch nicht. Stimmt, hier geht's weiter, ja. Oh, du darfst nicht ins Wasser. Dann mach vielleicht den Scheinwerfer nochmal weg. Oder kommt man dann nicht mehr hoch? Vielleicht muss ich die Schweinchen hier anlocken. Oh, tot. Oh, ich habe das Schweinchen schon getötet. Lustig. Hep hop. Ach, man muss das also quasi nur einmal kurz und dann. Ja. Komm. Was ist geschehen? Ah, da oben kannst du an den Schaltdingern umtüdeln. Unten oder nach rechts? Ach so, das ist der eine, ich hab den anderen. Geht noch. Wow. Strom oder? Das war so explodiert. Nee, achso, jetzt ich kann glaub, ich. Du darfst gut. Nicht mehr anfassen. Komm ich irgendwie wieder hoch? Ich musste da drüben weiter, oder? Ist hier rechts nicht irgendwie. Achso, ne. Doch, das kann man auch anfassen. Was ist das überhaupt? Das ist die Kühlpumpen. Kühlpumpen. Cool. Das darfst du, glaube ich, nicht mehr anfassen. Nee. Es brennt. Es wurde doch gesagt, maximal. Ja, ist die Tür offen. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too noted. My great works are almost begun. Zur Kuttlerei muss jetzt, oder? 27. Oktober 1899. Und spare in der Zeit, so hast du in der Not. Denn hier werden das Geschlabber und die Innereien durchsiebt und sortiert und gelangen durch mehr Kanäle und Hilfsmittel in die Welt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Das Produkt durchquert diesen Abschnitt der Maschine und wird durch die Klinge getrieben, was es für die Metzgerei in zwei Hälften schneidet. In der Zwischenzeit lagern wir es in unseren Kühlräumen unter dem Haus und die bei der Kühlung natürlich entstehende Hitze wird in die Rohre und Risse dieser Zimmer gespeist. Das, mein Freund, ist der Grund dafür, weshalb wir hier in einer eiskalten Winternacht bloß in Hemden und Westen sitzen, ohne dass ein Feuer brennt, über unsere großartige Unternehmung diskutieren können.
Die Wärme in unseren Bäuchen und Zehen kann man direkt den Bäuchen und Zehen zuschreiben, die jetzt in diesem Moment unter unseren Füßen durch Dampf, Feuer und Klingen gehen. Hier wird nichts verschwendet. Hier wird nichts verschwendet. Absolut nichts. Voll nachhaltig und so. Oh. Jetzt kommen wahrscheinlich die ekligen Sachen. Jetzt, ja? Ja. Oh, oh, oh. Oh, schnell. 2. Dezember 1899. Ich entferne mich von diesen Tempeln, diesem kleinen Steinhaufen unter den Rhododendren. Die Schädel der Unschuld unter der losen Ackerscholle. Kopflose Brustkörbe in kühlen Stein hinter den Altären, 3000 Meilen auseinander. Ich verfolge mein Leben zu diesem Augenblick zurück, in uralten Stein geätzte Wasserablaufrinnen. Die Gifte sind schon in dieser Feuchte, in diesem fallenden Wasser. Ich zerhacke und würge und erbreche mich ins Waschbecken und ich ergreife es mit beiden Händen und ich starre. Dort im Abfluss, so klar wie der Tag, ein Spielzeugrückgrat, ganz präzise und intrikat wie das Rückgrat eines Kindes. Wie kann das sein? Wie kann das Rückgrat eines Kindes wie ein Uhrwerk gemacht sein? Ich wusch es vorsichtig und legte es auf den Kaminsims neben das Ei. Mich selbst legte ich unter den Garten, wo die Kinderschädel begraben sind. Ich nenne es mein Mexiko. Oh, da. Er spielt. Ja. Da ist auch noch einer, oder? Ja, der schläft. Das ist doch schön. Da ist einer tot. Oder mehrere? Ja, ja. Und man hört jemanden schreien. Journal. Kann ich nicht. Achso. Ne, dann kletter nochmal nach oben. Nee, mach ich unten. Das geht echt weit runter. Andere Seite geht's, glaube ich, weiter, oder? Ja. Der Weg zur Kuttlerei. Jetzt ist sie schwer verwundet, dessen bin ich mir sicher. Sie spottet nicht mehr. Ich fühle sie unter mir wie ein verletztes Tier zittern, das sich flach auf den Boden presst. Ich spüre, dass sie Angst vor mir hat und ich hasse sie umso mehr, wie ich mich selbst hasse, sie entfesselt zu haben. Das Blut pocht in meinem Kopf, meine Zähne vibrieren, das brennende Fieber lässt mich würgen. Ich bin ein Todesengel, der zum Ersticken des Erstgeborenen für den Tod der zwei hinabsteigt, die nach ihm kamen. Okay. I am here again, at the foot of those stairs. Daniel? The red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Hey, da blinkt's aber besser aus. Ich würde erstmal hier lang. Ah, oh, da ist einer. Und isst einen anderen. Also einen Mensch. Ja. Oh. Achso. Wollen wir mal nicht stören. Blut! Ja, sieht voll besser aus. Hast du recht. Was sind das? How marvelous! I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Das was in der Kirche. Ja. Landis, where the devil are you? I can't see a damn thing. We are the pig, Professor. We are all the pig. Was ist da? Halt, ich will das Gemälde sehen. Ist das die Maschine oder so? Ja, es soll halt irgendwie so eine Maschine da stehen. Steht da hinten einer? Oder zwei? Ja. Sind das die Jungs? Bitte nicht. Ist das was ganz anderes? Ich glaube, das sind die Jungs, oder? Das ist was anderes. Nein, das sind die Jungs. Na gut. Hallo, Jungs. Ja, das kennen wir schon. Seid einfach nicht gruselig. Das würde mir schon reichen. Sind wir jetzt gebeamt, oder was? Hä? Warum? I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces.
I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Okay. Ist über uns jetzt? Sind über uns die Gemälde? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch das Gitter nicht. Wow, das ist groß. Was? Das ist gerade eine. Das ist nicht echt gerade. Das ist gerade ein Traum. Ach so. Schweine oder die Jungs? Das sind ausgeweidete Menschen. Ja. Nett. Lass mich kurz hier hinter gucken. Einfach der Vollständigkeit. Das ist ein echt großer Raum. Ja. Raum von Geist und Zeit. Und so langsam, wie ich mich hier bewege, bin ich wirklich einfach mal ein paar. Egal. Und los. Hoch oder runter? Das geht runter. Okay. Wollen natürlich auch gucken. Aber ich schätze, dass die Folge jetzt sowieso vorbei ist. Der Schleier hebt sich, die Braut wartet. Und in diesem Moment, als ich die Köpfe meiner Kinder auf meinen Handflächen wiegte, wusste ich plötzlich, dass ich rückgängig machen musste, was ich gebaut hatte. Diese Maschine war mein Werk und an mir ist es, sie zu erlösen. Und mich selbst auch. Und euch auch, denn diese Folge ist vorbei. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und nächste Woche hören wir dann dem Typen da weiter zu. Meinst du mich? Die auch. Die hören wir auch zu. Okay, Leute, haut rein. Bis nächste Woche. Macht's gut.